Servus, geht's grad? Wo seid ihr denn grad? Was noch immer? Oh. Okay, okay. Könnt ihr dann den letzten Kunden am Arbeitsschein anrufen und mit ihm dann ausmachen, wann ihr dort seid? Der hat mich vorher angerufen, dass er noch hin muss und nicht, dass ihr dann warten müsst, bis er wieder da ist. Und habt ihr schon die 2 Hackathons in den Paketraum gestellt? Die Spedition wird heute nämlich zum Abholen kommen. Genau, ah ja, wie lange habt ihr heute Zeit? Es ist gerade die Lieferung vom Litra ins Lager kommen. Da können dann auch die 2... warte kurz, aus der Zimmer schauen können. Guten Tag. Nein, der ist morgen wieder im Büro. Zum 10. Ja, richtig aus. Wiedersehen. Ah, es ist gerade so viel los, ich komme zu nix. Bist noch dran, wo war man? Ah ja, Vitra ist da. Und wir können 2 ID-Trim und einen Elefant, muss eh der Hocker, der auch schon wie ein Elefant ausliefern. Das kannst du dann alleine machen, das ist echt nicht so viel. Und der Kunde ist im 4. Ich bin dann aber schon weg. Den Lieferschein lege ich dir dann ins Fach. Und, oh, na warte, da war noch was dabei, was ist denn das? Ach so, der Kasten. Genau, die warten auch schon lang drauf. Den können wir auch noch heute machen. Wisst was, dann macht die Stühle zu zweit. Und dann noch den Kasten. Passt das für euch? Aber ich rufe vorher noch den Kunden an, ob die überhaupt da sind. Wenn der Lieferschein nicht im Fach ist, sind es nur die Stühle. Und einer von euch wäre dann für heute fertig. Super, dann sehen wir uns morgen. Tschüss. Es ist wirklich unangenehm, mit dir abzuarbeiten. Sag mal, glaubst du, dass du der Chef bist? Das hast du die Adresse falsch ins Navi eingegeben? Was sind wir? Du na, bist nicht der wirklich. Einzige, der wir sind jetzt um 1,5 Stunden in die falsche Richtung gefahren. Wir nur weil du nicht richtig schreiben kannst, um eine Zigarette zu jetzt rauchen. Wirklich nicht das sein. Macht die Arbeit schwieriger. Aber wenn ohne Mittagspause oder eine Pause machen und diesen scheiß Kasten herumtragen, es ist wirklich einmal traurig, mit der arbeiten zu müssen. Und die Wahrheit ist, dass ich an meine Grenze stoße, wenn ich es nicht jetzt mehr aushalte. Wo ist die Kosmos? Los geht klar!